Frau Müller, haben Sie das gehört? Ich bewundere Sie, liebe Frau Müller, weil das ist ein Knochenjob. Ich bewundere dich auch immer, Frau Müller. Kann ich noch ein Bier haben? Halt den Schal! Du hast in Bonn eine Ballettschule eröffnet. Ja. Wollen wir über die Geschichte erzählen, während wir uns ein bisschen bewegen? Frau Müller, mir ein Bier zapft. Und wir mal so ein bisschen gucken, weil du hast ja selber, glaube ich, gar nicht Ballett getanzt, sondern du warst nur Ballett fasziniert, ne? Überhaupt gar nicht. Auch nicht? Nein. Nein, das war viel einfacher. Ich gehöre zu den Leuten, die immer sagen, wenn jemand eine gute Idee hat und du kannst dem helfen, die gute Idee umzusetzen, dann tust du das. Und eines Tages kommt ein Typ zu mir und sagt, meine Frau ist Ballettmeisterin am Theater in Bonn. Ich habe die Idee, ein Ballettunterricht hier an der Universität zu machen, habe ich gesagt. Super Idee. Also immer viel mehr der Geschäftsmann und der Macher als der Ballettliebhaber. Richtig, aber ich habe dann natürlich, bitte sehr, ja, nicht? Erzähl, ja. Bitte, erste Position. Guck mal, was wir jetzt zweite, haben. Ja, genau das machen dritte. Wir. Guck mal, ich habe ein paar Stützstrümpfe vom Venusberg aus der Uniklinik besorgt. Da tun wir jetzt so ein bisschen, wir können die Stange schon mal reinbringen, dass wir so ein bisschen. Nein. Doch, das kriegen wir darüber. Ich weiß, das ist immer ein bisschen fies. Ich glaube, die Schuhe muss ich auch ausziehen. Komm, Uli, zieh sie auch an. Nein. Schuhe aus. Das da, bis ich die Schuhe aus habe, ist die Sendung vorbei. Soll ich dir die Stützstrümpfe anziehen? Dann kriegst du schon mal ein Gefühl damit, wie es im Alter ist. Also so, ne? Das ist, oh ja. Aber du kannst denn mit den Schuhen... Spitze. Hm. Das ist ganz easy. Ja, jetzt wo ist denn unser Ballettlehrer? Könnten wir den mal haben? Ah. Oh. Ja, hallo, Markus. Hallo, guten Abend, Markus. Guten Abend. Uli, das ist ja nun meine Fresse. Es ist ja schon hocherotisch, Ballett, wenn wir ehrlich sind, ne? Naja, du, deswegen gibt es ja so berühmte Balletttänzer wie Nureyev, die sahen alle so aus wie er, du. Ja, ist das für Ballett nicht oben ein bisschen viel? Nee, geht. Ja, weil die müssen doch auch heben. Es ist toll, es ist ganz toll, toll. Ich dachte nur, weißt du, vielleicht. Geht schon. Man muss ja immer so ein... Nee, er muss ja heben. Die Mädchen, ja, das ist das sind euch die Mädchen nicht ein bisschen dünn? Nee, geht. Gibt auch Dicke. Oh, echt? Oh. Aber der Herr Wickert, ne? Markus, der hat gerade schon ein bisschen was vorgemacht. Schön, wie du mal wieder einsetzt mit der Musik. Guck mal, das wäre unser Platz, den wir so haben. Schön hoch. So würde ich sagen, ne? Ja, steh doch ruhig gut auf, wenn es geht. Genau, so, so, Uli. Ja? Gib mir mal die Stange. Das mit den Strümpfen nervt mich ein bisschen, aber komm, ist auch okay. Was ist denn? Wir machen jetzt Übungen. Gehen wir mit linker Hand an die Stange. Gut. Die erste Position heißt auswärts. Genau. Dabei wichtig, Po anspannen und... Der ist ja immer angespannt bei mir. Den Bauch so hochziehen, also einziehen. Wie bei Pilates, ne? Ja, genau. Damit die machst du Pilates? Natürlich. Und dann gehen wir... Kannst du es auch? Eine Vorbereitungsposition. Oh, halt, ja. So... Und dann wieder runter und dann gehen wir langsam demi-plié. Demi-plié. Und besser strecken. Demi-plié. Und nochmal demi-plié. Und strecken und dann einfach den Arm nach vorne, nach oben. Jawohl. Und wieder zur Seite. Was gibt's denn zum Lachen? Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht einfach ausziehe. So. Komm, Herr Wickert, weiter. Wir gehen weiter. Demi-plié. Jetzt wollen wir ein bisschen Platz. Da wird ein bisschen gefährlich hier. Wir gehen nicht komplett nach vorne. Ich bin raus. Und wir kommen zurück. Und Arm wieder an die Seite. Und jetzt machen wir noch ein bisschen was Einfaches. Wir machen... War das jetzt schon schwer? Nein, das war auch nicht einfach. Uli! Ach, du hast es dir schon wieder gemütlich gemacht. Ja. Wunderschön. Das macht total Spaß. Markus! Können wir noch eine Hebefigur machen? Einmal rüberheben. Ja! Achtung! Ich glaube, schwer. Wir heben die Haltung. Dahin? Dahin. Und...